Kein Spot. Meinst du denn, das hältst du aus? Ernsthaft? Na gut. Hallo, da bin ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal, tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Und will er immer? Okay, dann roll ich dich. Scheiße, Mann, dieses... Yay. Hey, Ralph. So hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralph? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht, Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber eine ist kaputt. Nicht in den Halterung. Du meinst die Steinrollen. Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss. Und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir... Oh, du bist so cool, Spotty. Ja. Das ist wahr. Das können wir Mit nicht mehr. Ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Alter. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Na denn? 1, 3, 7. Mi. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Bohren, bohren. Haben Sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Der ist wohl kaputt, das muss man ja auch noch bedenken. Leg los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Bumm. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Wir müssen Der den... olle Stachelbürst piekst wie verrückt. Der olle Stachelbürst. Ja, aber nicht. Ups, warte mal. Haben wir noch Quarz, was man da. Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Ja. Wer kennt sie nicht, die Quarzblumen? Ja, der stört mich auch. Können wir den nicht abfackeln irgendwie?
Dann haben wir irgendwie was zum Brennen, oder? Geh mal kurz zurück. Vielleicht finden wir ja was zum Abbrennen. Hier ist ja genug. Wir bräuchten den Feuerspot. Kannst du das trinken? Alter. Nein, Spotty, das ist heiß. Easy. Wow, du bist Drachenspot. Alter, wie er aussieht. Devil Spot. So, jetzt. Stop Fire Drachenspot. Das ist cool. Easy. Nur die Frage, wie repariere ich die anderen? Einfach aneinander kitten mit Drachenspot. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben, Leben, Leben können sie auch schweben. Schweben, schweben schon vorbei. Großartig! Ich feier das. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich feier das ohne Witz. So, wie mache ich jetzt wieder ganz? Schauen wir mal. Ich kann Drachenspot das löten. Ich meine, Steine schmelzen ja bei hoher Temperatur. Vielleicht kann ich die anschmelzen und dann zusammen kitten. Ich hab keine Ahnung. Das ist eigentlich, was mir so einfällt, gerade. Nicht viel, ich weiß. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Na sicher. Weil ich gut bin. So, die dritte. Leg los! Steine, Steine, Steine. Ob große oder kleine. Kleine, kleine, würden alles überdauern. Überdauern, ob in Freiheit oder Mauer. Mauern, Mauern, bis in alle Ewigkeit. Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen uns die Rolling Stones. Die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf! Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Mhm. Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Jo. Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Wie erkenne ich das denn? Ich dachte, wenn hier Abgrund, Tod und sowas. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Je näher er dem Tod kam,
desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Oh, okay. Zu einer Zeit, an okay. Nur ein... Ja. In... Jenit... Das... Ne? Zu... Nur... Ich verstehe den Zusammenhang nicht. In... Je näher er dem Tod, das größte von ihnen... Also müssen wir ja die wieder drehen. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Und so taufte der König sein Land Silence. Der Tod ist Teil des Lebens. Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Oh. Komm schon, Spot. Mach es. Na los, Spotty, quetsch dich durch. Nein, zu dick bist du nicht. Der Spalt ist zu dünn. So ist das. Ja, aber kann ich Spot hier so und dann dazwischen? Und dann... Ja, Spotty, prima machst du das. Ja, wow. Ja, Spotty, prima machst du das. Dann geh dich. Ja, Spotty, prima machst du das. Wieso geht das nicht, Junge? Ja, Spotty, prima machst du das. Oh. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Okay. Ernsthaft? Ein Lindwurm. Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Oh. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence, du bist der Schlimmste. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. Was hast du vor? Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Wie cool ist die Animationen? Ach ja, ja.
Felsbrockenstöpsel. Renn jetzt zu Rini.